انتوا الاثنين اطلعوا بره. يلا بره تعال. يلا اطلعوا بره طلعهم. يلا يلا نجرب. يلا امشي هناك. يلا امشي. يلا اطلعهم. يلا يلا طلعهم. يلا اطلعوا بره. ابو الموت ابو الموت ابو الموت ابو الموت تفادي الصوت. اشهد ان لا اله الا الله. Dieser ungläubige Hund. Allah verderbe diesen verdammten Jahr. Ihr zwei räudigen Söhne der Sandfieber, wie könnt ihr es wagen, so über ein Ziel zu sprechen? Schweig, du armseliger Diener dieses ungläubigen Christen. Siehst du nicht, wie er unsere Gebete missachtet? Ich sehe es wohl, es ist auch der größte Kummer meines Lebens. Aber mein Ziel ist kein gewöhnlicher Christ, er ist ein großer Alim aus dem Abendland, der mit den Vögeln redet und im Sande lesen kann. Und wer sein Feind ist, den schickt er in die tiefste Jehennem, damit ihn doch der Teufel in seinen eigenen Sünden schmoren lässt. Ihr Rattenfresser, ihr Aas, verdauert noch ein abfälliges Wort über mein Ziel und ihr kriegt es mit mir zu tun. Vergesst nie mein Ziel, dieser große Kara, benehmen Sie. Ala Juchali, der euch die Gnade erwiesen hat, sich eurer Karawane anzuschließen. Du Enkel eines Werkschakals, wer bist du? Ich bin Hatschi Alafuma, bin Hatschi Abu Abasiben, Hatschi Davut und Gosserat, du Kamel. Beruhigt euch doch, spart eure Kräfte, der Weg bis zur nächsten Oase ist noch weit. Gehen wir schon. Na gut, aus einem Mal will ich ihn noch verschonen. Aber nur seine armen Mutter zuliebe, die sonst an der Leiche ihres unwürdigen Sohnes bittere Tränen zu vergießen hätte. Ein Kälbersohn einer Hündin. Wir haben uns leider verspätet. Der Freund, den ich treffen wollte, ist sicher schon in Fashoda. Ist das eigentlich der richtige Karawanenweg? Ach, das ist eine Abkürzung, die niemand sonst kennt. Sonderbar. Wieso? Was ist, Effendi? Gefällt dir daran etwas nicht? Du sagst, dass niemand diesen Weg kennt und doch reiten hinter uns Menschen. Hinter uns unmöglich. Wie kannst du so etwas behaupten? Weil ich Spuren sehe. Wie kannst du Spuren von Menschen sehen, die sich hinter uns im Rücken befinden? Es gibt noch andere Spuren als die Hufe der Tiere im Sand. In der Luft zum Beispiel. Allahu Akbar, Gott ist groß, bei ihm ist alles möglich. Aber dass jemand Spuren in der Luft zurücklässt, davon habe ich noch nichts gehört. Du bist ein guter Schütze, Effendi. شوف عصفور كبير ايوه والله تعال امسكها
Die Sache gefällt mir nicht. Wieso nicht, Sidi? Geier finden in der Wüste nur schwer Nahrung und sind daher immer in der Nähe von Karawanen zu finden. Vorhin während eures Gebets haben sie weit da hinten gekreist. Siehst du, jetzt sind sie uns gefolgt. Da muss also auch eine Karawane sein, ob sich die verirrt hat. Jede Karawane muss einen Führer haben, der den Weg genau kennt. Die reiten uns absichtlich nach. Aber was sollten die denn von uns wollen? Sidi, As-Allah, du glaubst doch nicht etwa, dass diese Leute zu einer... Zu einer Gung gehören, zu einer Raubkarawane, das halte ich durchaus für möglich. Es würde mich nicht wundern, wenn uns Abu el-Mott plötzlich einen Besuch abstattet. Abu el-Mott? Der Sklavenjäger? Ja, soll sich doch hier in der Gegend herumtreiben. Aber keine Angst, tagsüber greift er uns nicht an. Nur heute Abend in der Oase müssen wir die Augen offen halten.